Der sieht nicht mehr so ganz taufrisch aus, ich weiß. Aber das ist hier wie mit diesen Schinken. Ist keiner. Ich glaube, ich habe so langsam so groß gebaut und so viele Leute auf diesen, in diesem Haus getötet, dass es hier langsam böse Vibes gibt. So geisttechnischerweise. Wenn du ein böser Geist bist, schreib in diesem Buch. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest mit Mini Carbin. Wunderschönes Wetter, es schneit. Das ist mal richtig nice. ich habe jetzt auch schon so ein, zwei Steine sammeln lassen. Habe ich mir gedacht, also... Naja, gut, muss reichen. Hallo Elli. Ich habe jetzt hier auch noch ein bisschen so ausgebaut, weil ich habe nämlich hier die Treppe weggebaut. Und ich muss ja kicken, wo ich mit dem Baumaterial... Ich muss sag mal, kann das sein? Also ist, ich weiß nicht, das hat irgendwie den Eindruck, perspektivisch der Schräge. Das kann aber auch täuschen. Ich weiß es nicht. So, jetzt warten wir, bis Kelvin vielleicht nochmal auftauchen tut, dann kann der noch nebenbei ein paar Steine sammeln. Naja, gut. Wir werden das schon fertig kriegen. Gar kein Problem. Hallo, Elli. Na, machst du Kontrolle oder was? Ob ich arbeite oder was? Wie ist denn das hier? Ein Unrechtsstaat oder was? Hier ist noch nicht mal ein Staat, noch nicht mal eine Landebahn. Schlechte Witze. Incoming. So, warten Sie mal. Ich mache erstmal hier die Steine nach oben. Dafür ist es ja da. Dass das vielleicht schneller geht, wenn ich daran denke. Muss ich mal dran denken. Ja, ich sehe aber auch, dass gerade... Ich muss gleich nochmal nach oben. Weil mein Trinkvorrat in die Bauch sagt... Das heißt, es muss nachgefüllt werden. Sag mal, ich habe doch hier so eine... Plastikflasche. Man kann ich das da auch so... Hey, das ist fertig. Ja, kann ich. Das ist sehr, sehr nice. Hä? Ach, er hat das gleich aufgefüllt gehabt. Habe ich jetzt nicht so gesehen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Na, Elli. Warte mal. Ich muss da ein paar Sachen aufhängen. Die hast du mir ja gegeben. Für schlechte Zeiten? Ich weiß, der sieht nicht mehr so ganz taufrisch aus, ich weiß. Aber das ist hier wie mit diesen Schinken, wisst ihr, so... Man kann den Schimmel abschneiden und dann... Gut, vergessen, was will er. Ich beiß doch lieber in den Fischkopf drin. Entschuldigung, Fischkopf. War nicht so... Ich weiß, du kennst mich nicht. Aber es war nicht beabsichtigt. Also, ist vom Spiel so vorgegeben. Ne, also, ne. Friede, Peace. Oh. Hallo, Elli. Hast du das gehört? Es war... Ja, hab ich jetzt bloß so gesagt. Du kannst ruhig weiterballern. Die mag das nicht, wenn man ihre Waffen wegnimmt. Hallo, Kelvin. Mensch, du alte Flitzpiepe. Weißt du, was los ist? Nein, ich komm wieder. Ja, doch. Oh, doch. Du wirst, aber nicht mehr viel. Du hast ja schon ein paar gesammelt. Ja, ich nehme nochmal zurück. Wir müssen ja da hinten auch noch bauen. Kommt Zeit, kommt Rat. Ich weiß immer noch nicht, wer das ist. Dieser Rat. Über den Sie mal sprechen. Ja, warten Sie mal, legen Sie mal hier weg. Sonst wird es ja albern. Kelvin, hast du gerade Randale gemacht oder haben wir schon wieder Besuch? Ich sehe jetzt erstmal nichts. Also sag erstmal nö. Alles gut. Alles im grünen Bereich. Ja, ja, ja. So. Die Wand haben wir denn fertig? Denn jetzt brauche ich ja bloß immer diese Zweier reinmachen. Das ist doch einfach.
Solange die Steine da sind, ist das einfach. Das stimmt. Hallo, Kelvin. Arschbombe. Ja? Hast du festgesteckt, wa? In einem tiefen, tiefen Loch. Des Sarkasmus. Da ist doch irgendeiner. Ellie, alles okay? Was ist denn da los? Wer ist denn hier schon wieder am Randalieren? Warte mal, ich penne mal kurz. Und dann kicken wir uns mal die Sache vielleicht aus der Nähe an. Hm? Konnte durchschlafen? Und hier ist Randale? Was ist denn hier los? Hallo, Mr. Randale. Wo sind Sie denn? Ich tät sie gehört haben, aber ich sehe sie gerade nicht. Ich sollte mal mein Taschenmesser rausnehmen, wa? Stecken sie hier irgendwo fest in mir Belg? Also, ich würde jetzt erstmal Nein sagen, aber ich sehe auch nichts. Gut, dann habe ich es mir wieder eingebildet. Ja, ich gebe zu, ich habe letztes Mal wieder am Bein genagt. Es war da. Und es war lecker. Schön mager, abgehangen. Die andere Hälfte hängt ja noch. Nein, habe ich natürlich nicht. Also, spielt jetzt auch kein Walzer mehr, auch wenn ich das getan hätte. Ich will ja bloß, dass seine Familie sich wieder vereint. Ina geht ja noch. Alter, was ist denn hier los? Das hat gerade gepfeift bei mir. Also bin ich technischerweise. Das hat sich ganz komisch angehört. Wie im Spiel. Was ist denn bitte? Hören Sie damit auf. Sie machen meine Sie lösen meine paranoiden Dings aus. Sag mal, kann ich hier nicht. Sag mal, kann ich hier. Das habe ich doch. Das muss doch. Es muss doch. Ist keiner. Ich glaube, ich habe so langsam so groß gebaut und so viele Leute auf diesen, in diesem Haus getötet, dass es hier langsam böse Vibes gibt. So geisttechnischerweise. Wenn du ein böser Geist bist, schreib in diesem Buch. Also warte mal. Schreib in diesem Buch. Ja funktionieren können. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin zu lange auf der Insel. Tralalala. Ich krieg langsam hier Inselkollaps. Wir brauchen Tapetenwechsel. Ab auf die nächste Insel. So. Ja. Und dasselbe dann oben auch nochmal. Ich glaube, das sind einfach bloß die Steine, die sie bewegen. Seid ihr tot? Hört damit auf. Steine sollten sich nicht bewegen. Nicht von alleine. Das ist nicht normal. Also für Steine. Ihr seid keine Wandersteine. Dann haben wir das soweit fertig. Dann muss ich oben bloß noch hier so einen leichten Kranz rübersetzen. Aber ich bin auch schon am Überlegen, ob ich das Holz technischerweise mache. Ein bisschen abgestuft. Ne? Ist einfach bloß ein Karabinenfallschutz. Ich neige dazu, über Klippen zu springen. Obwohl ich das nicht möchte. Ist einfach ein Zwang. Ich glaube, ich bin zu 12% Lemming. Irgendwie. Oh, Alter, meine Nase kribbelt jetzt gerade. Oh, hast du einen Schweinvogel? Ich hasse sowas. Ja, ja. Sag mal, wie haben wir...
Ach, wir haben seitlich die Wände. Ach so, hier haben wir ja komplett zugemacht. Und ich habe ja gesagt, hier soll ja ein ringsherum eine Ringsherum-Sicht sein. Dann könnte ich eigentlich die eigentlich abbauen. Also, ich hätte ja nie so hoch bauen brauchen. Hier kommt da ja keine Treppe hin. Was ist denn das? Was habe ich mir denn da schon wieder dabei gedacht? Mensch. Das wollen die meisten auch wissen. Aber was habe ich mir dabei gedacht? Achtung, da ist ein Stein unterwegs. So, ist mir peinlich, ist mir aus Sand gerutscht. Hoffentlich ist Ellie nicht gerade da gewesen. Die nimmt immer so was. Die denkt immer, das ist ein Anschlag. Und dann macht sie einen Anschlag, einen Gegenanschlag. Wisst ihr? Dann wird sie aggressiv. So, warten Sie. Das haben wir denn fertig. Und die Steine müssen dann quasi wieder runter. Achtung, Kelvin, es sind Steine auf dem Weg nach unten. Jetzt wird auch nicht so schlimm, wenn du die einsammelst. Oder zwei sammelst. Haha. So. Oh, ich bin da so doof. Ach nee, ich wollte ja aus Holz machen. Ich habe jetzt gerade so überlegt, na, hätte ich da oben ranbauen können. Ich bin gerade am... warten Sie mal ganz kurz. Der täte doch eigentlich möglich sein. So. Und dann darüber das Holz packen. Das müsste doch eigentlich gehen, oder? Ich versuche es einfach mal, wa? Oh, nicht über Ziel hinaus. Nicht über Ziel hinaus. Hallo, Kelvin. Leichter wird, wa? Ja, tanzt mit deiner Steine. Ja, ja, mach ruhig. Ja, ja. Das müsste doch eigentlich gehen. Also für so eine Burg Steine ist der zu wenig. Nee, das ist verkehrt. Was da? Na, Mensch! Wo ist denn der jetzt hin? Hä? Schweiß, hier ist irgendwo ein Stein untergekommen, der... Achso, da. Da ist aber... Genau. Das ist manchmal merkwürdig. Nee, ist bloß ein Vogel. Was für ein Vogel. So, jetzt holen wir uns mal Holz und dann probiert das mal aus und dann ist es gut. Also, wenn es funktioniert, ist es gut. Wenn nicht, dann ist es nicht so ganz gut, aber dann gut. Gut? Gut. Schön, dass wir darüber geredet haben. So. Rein theoretisch könnte Kelvin aber auch schon wieder Holz... Ich müsste die Holzstapel wieder umsetzen, weil ich brauche ja die Holzstapel nicht hier. Die brauchen wir jetzt denn da hinten, ne? Wenn wir das hier durch haben, dann sollte ich die da hinten hin stapeln. Die muss ich einsammeln. Meins, 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 meins. Im Schnee ist das immer so schwer zu sehen. Gib mir meinen Stock. Meins, 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 meins. Ich habe so das Gefühl, ich habe nicht alle eingesammelt. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Keine Panik, ich bin nicht verrückt. Ich trete nur ein bisschen den Schnee fest. Ich suche Stöcker. Kelvin. Das macht man so. Ich würde mal sagen, nein, vielleicht habe ich ja doch alle erwischt. Vielleicht. So. Na, dann kicken wir mal, wa? Ob die Täten so funktionieren, wie mir das denken tun. Sollen, müssen. Aha. So, lassen Sie mich durch. So. Ja, so habe ich es mir gedacht. Genau so. Krass. Günther Krass. Am Start. Bin ich runterlaufen. Hallo? Was soll das? Kelvin! Wied, wied! Steindefizit!
incoming. So. Ist doch nicht. Oh ja, Kelvin. Hey, warum sage ich jetzt ja, ja, Kelvin? Macht überhaupt keinen Sinn. Bin ja froh, dass es nicht funktioniert. Oh, ich wollte jetzt gerade sagen, hä? Aber die habe ich ja gerade abgebaut. Oh, ich habe das jetzt gerade so gedächtnismäßig auf der anderen Seite gehabt. Fragen Sie nicht, wieso? Darauf werden Sie keine Antwort bekommen. Es ist einfach so. Oh ja. Hallo Kelvin, guck mal, ich bin hier oben. Ich habe mir einen Fallschutz gemacht, wo ich jetzt gerade rüberkletter. Und ich habe mich noch nicht verletzt. Krass. Wollte es sein lassen. Ist ja nie umsonst da. Man möchte das auch irgendwie dann automatisieren können. Weil Kelvin ist, wie ihr so ab und zu mal mitgekriegt habt, nicht der Schnellste. Und jetzt sag ich euch. Oh, 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 das war knapp. Dat, ich hab das schon gespürt. Den freien Fall spür ich immer. Also hier in diesem Spiel. Keine Ahnung, warum ich das gerade gesagt habe. Es schien mir gerade in diesem Moment logisch. Wie gesagt, einfach bloß ignorieren und lachen. Timber! Ellie, du musst vorsichtig sein. Mensch. Was ist denn jetzt schon wieder? Ist schon wieder Essenzeit? Danke. Nam nam nam. Die wegen teilt, dass ich gesund lebe. Was soll ich denn dazu sagen? Erstmal nichts. Bin ja nie wahnsinnig. Wie immer noch. Wie immer. Sie hat immer noch die Knifte. Sie hat nicht die Hose an, sondern die Knifte in der Hand. Das ist ein großer Unterschied. Bleiben Sie stehen. Ach, hier sind ja noch mal zwei. Nun gut. Das sollte eigentlich rein theoretisch fast ringsherum reichen. Und dann ziehen wir um. In neuen Häuschen. Das ist ja bloß ein kleines Ferienhäuschen. Das richtige Gebäude bauen wir ja erst. Scherz. Humor war das, bis da so. Ein bisschen, ich versuche es ab und zu mal. Oh, oh, oh. Hallo, Annie. Es juckt mich wieder. Aber diesmal ist mein Bart und nicht meine Nase. Also. Entwarnung. Bis jetzt. Sag mal, Kelvin war doch eben noch gerade da mit Steine oder so. Oder habe ich mir das eingebildet? Bei denen weiß ich das nicht. Der ist mal da und dann ist er gleich wieder weg. Wie ein böses Omen. Omen. Ellie. Haben Sie irgendwo einen Steintragenden gesehen? Ganz klein, schüttelt immer den Kopf, lüft ein bisschen Blut raus. Naja, jetzt nicht mehr. Eher so ein bisschen angetrocknet. Kelvin, du kannst dich nicht vor mir verstecken. Du kannst es versuchen, aber es wird dir nicht gelingen. Ha, habe ich es nie gesagt?
Ja, komm. Lassen wir ihm durchgehen. Auch ein Kelvin braucht ab und zu mal eine Pause. Ich war Kelvin. Guckst deine Hand an, wa? Das ist eine Hand. Ich kann sie drehen. Ja, Kelvin. Dann kannst du mit der Hand tun. Kannst du da auch sein lassen. So, den schönen neuen Aufgang nutzen. Alter, das ist ja wie bei Ghostbusters, Alter. Im letzten Gang übergebe ich mich. Letzte Treppe, so rum. So, Steine technischerweise war das jetzt gewesen. Oh, ich bin. Lass ihn aber trotzdem weiter sammeln. Wie gesagt, ihr braucht das ja eigentlich da hinten. Da muss ich das alles nochmal umstellen, wa? Ich brauche Holz. Ich glaube, das war in der Musik, die ich abspielen lasse. Ja, das hört sich danach an. So. Zwei Stück noch. Den Täten wir geschafft haben. Lassen Sie mich durch. Ich möchte das beenden hier. Vollenden. Er ist ja dasselbe. Wir sind endlich hier durch. Alter, hat das gedauert. Ich gebe zu. Aber ist ja nun auch ein großer Turm, ne? Gut, die noch größer, aber man muss es ja nicht übertreiben. In so Jahren überlegen, dass wir hier noch eine Verbindung bauen. Denn wir wollen verbinden hier. Verbindung schaffen, so rum. Und außerdem will ich hier hoch und runter rutschen können. Und macht es sich von hier oben am besten. Und ich will Spaß. Man hat ja sonst nichts. Lalalee. Schöne Sache. Wie doof ist denn, darf ich die Bäume nicht fällen? Oder beziehungsweise den darf ich nicht fällen? Das ist ganz schön hoch. Aber es geht. Es geht ab. Hoffentlich lande ich richtig. Ich würde mal sagen. Perfekt. Naja, perfekt ist ein bisschen übertrieben. Könnt ihr nur ein Tor hinbauen, aber nö, warum denn hoch? Das geht ja auch so. Boah, Alter, jetzt müsst ihr vorstellen, der wäre dagegen geknallt und dann ab runter. Ja, das kann man so machen, das kann man so lassen, das ist alles ihr okay. Ja, so ist schön. Boah, das Schöne ist, ich brauche jetzt das Holz nicht aus dem Wasser holen. Das ist die ideale Bauzeit. Der Winter. Obwohl das immer so ein bisschen platschert. Das platschert nur. Oh. Das ist nie so schlimm. Achso, jetzt haben sie irgendwie mal irgendwann mal eingefügt und ich habe nie mitgekriegt, dass man in Eis einbrechen kann. Denn blub blub, Wegfahrer. So, ich sag, ich mach denn hier auch noch so eine Treppe hoch oder so. Dass man denn auch links und rechts so. Genau. Ich glaube, das werden wir machen. Und wir werden das auch nicht als Schräg machen, wir werden das als Treppe machen. Genau. Was habe ich jetzt schon wieder entfernt? Achso, das Zwischending. Naja. Nicht so schlimm. Hallo? Boah, ich traue der ganzen Schose nicht. Ich warte das nochmal ab. Krass. Dann bauen wir erstmal hier drüben die Treppe. So. Genau. Das müsste ja genau wieder drüben.
Wie hier. Genau. Genau. So. Ich würde so ja sagen, hier fehlt noch eine Stufe, wa? Warum fehlt denn da eine Stufe? Das geht doch ja nicht. Das hat doch alles hingehauen. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? So, warte mal. Das ist das, was ich nicht wegknattern darf. Das ist der, den darf ich wegknattern. Ne, knattern mal. Na, Moment mal. Knattern ist eine gute... Auch wenn ich Batterienotstand habe. Es waren nur Äste. Gut. Hallo Sie, Mr. Voluminös. Katana am Start. Ich trage ja wieder Haut. Hm. Der hat da hingekotzt, oder was? Hey, ich bin eigentlich ausweichenderweise. Moment mal. Der ist richtig beeindruckt. Hallo, Sie. Ich nehme den mal wieder, wa? Brauchst du ihn ja eh nicht mehr. Achso, du bist noch ja nicht tot. Jetzt schon. Danke für deine Börse. Die kommt mir sehr entgegen. Ich hab nämlich keine mehr. Hallo, Mr. Dicky. So, nehmen wir den und runter mit darüber. Keine Compadres? Die waren doch eben noch da. Zurecht, haut ab. Bin gefährlich. Denn er weiß nicht, was er tut. Ah, das ist ein Witz. So. Genau, das wollte ich eigentlich machen. Himba! Nur leider in der falschen Richtung. Himba! Ach so. Da tät ja noch was die Wesen sein. Ach nee, das ist falsch. Hallo? Ich hab doch B gedrückt. Also ich täte gedacht haben, dass ich das gedrückt habe. Ich würde mal sagen, ich baue das da drüben hin. Gehen Sie weg, ich habe keine Zeit für Sie. Sprich mit der Hand. So. Hier, ich hab einen Knüppel. Zieh dir ihn rüber. Du Hannes. Ich heiße gar nicht Hannes. Hannes hast du getötet. So, warte mal. Die 8. Nehmen wir heute mal den Bogen. Ah? Wie ist mit denen los? Das sind Zacken aus der... Ja, ich weiß. Abprallenderweise, was war denn das eben? Der Pfeil ist an ihn abgeprallt. Was ist denn hin? Besser. Was war denn das für ein Schmutz gerade? Wo ist denn hier gerade hin? Hä? Der ist sogar hier reingerannt. Ich gebe zu, es geschehen hier sehr merkwürdige Sachen, finde ich gerade. Finde ich gerade, weißt du ja so. Ich habe jetzt gerade eben gedacht, mit was schieße ich denn? Mit Plastikpfeile oder was? Das kann ja wohl nie sein. Was da? Das war aber sehr, sehr... Die haben Spaß. Er hat so ange... Also, er hat angefangen,
Und ich bringe zu Ende. Haha. Ja, dick ist nie alles. Doch. Oh, ein Kopf. Es werden Köpfe rollen. Hier. Na? Na, willst du auch versuchen? Alle guten Dinge sind drei, wa? Der ist auch schon mal weg. Teleportation. So, was ist denn hier los? Hier ist ja schon wieder Hunds und Kunst. Aber kann ich auch nach unten treten? Ach Mensch, ich will eigentlich nicht, aber die lassen mir einfach keine andere Wahl. Vielleicht krieg ich ja was. Auch ein Rücken kann entzücken. Ich sehe aber schon wieder kommen, dass ich die Munition nicht wieder kriege. Ja! Laufe! Forrest, lauf! Die kommen erst an, wa? Machen so einen Stress und dann sehen sie ein, dass sie tot sind. So. Muss ja mal gesagt werden. Stör mich hier beim Bauen. Sind die denn total bescheuert? Hat das schon jemals funktioniert? Ich glaube mal nein. Klee, Moment. Test, Test. Brechprobe. Boah. Boah, Alter, ich habe gerade gehustet und mir tut der Bauch weh. Das krieg ich mal hin. Kelvin, willst du nicht helfen? So ein ganz kleine Bisse? Achso, oh, das war bloß ein Fähnchen im Wind. Ich habe jetzt, hä, was sind das? Ich weiß es nicht. Also ich wusste nicht so. Jetzt weiß ich es ja. So, das sollte doch erstmal für die Treppe und für das Gerüst reichen. Wahrscheinlich nicht. Der geile Kelvin sammelt jetzt da die ganzen Steine. Die muss ich denn hierher schleppen, ne? Aber ich habe ja einen Wagen. Den muss ich dann voll machen. Und dann muss ich ihm irgendwie erklären, dass er das sein lassen soll. Genau. Das wird ein Unterfangen, das sage ich euch. Aber wir werden es hinbekommen. Wir werden es hinbekommen. Wir haben alles bis jetzt hingekriegt hier. Bauen technischerweise. Da lassen wir uns hier nicht abhalten. Und schon ja nicht von Kannibalen. Was haben die bis jetzt hingekriegt, seitdem die hier wohnen? Habe ich doch letztes Mal schon gesagt. Lederhütten. Pff. Ist das billig. Na gut, Leute. Oh, Junge. Zwei Schuss? Na, willst du sterben oder überlegst du noch? Ich glaube, seine Wahl ist gefallen. Essen! Sagen wir mal, die haben doch gesagt, man kann alle transportieren. Nee, das geht natürlich immer noch nicht. Bleiben Sie bitte liegen. Über Ihnen wird gleich gerichtet, wollte ich gerade sagen. Nee, wollte ich nicht sagen. Um euch wird sich gerade gekümmert. Nee, das wollte ich auch nicht sagen. Naja. No.
Nein. Du solltest das, genau so solltest du das gerade machen. Manchmal ist es komisch. Manchmal macht das nicht weitermachen soll. Oh Mann! Und vor allen Dingen, wenn der das denn ab und zu mal drehen tut. Einfach so. Frechheit. Immer schön mit Abstand genießen. Dann funktioniert das auch. Naja, gut, ich nehme es nochmal zurück, dass es mit den Bäumen reicht. Das reicht hinten und vorne nicht. Aber das war klar. So, und dann muss ich das jetzt bloß noch so und das muss ja hier frei bleiben. Also ich versuche, dass er frei bleibt. Versuchen wir halt mal, wa? Och Mann! Hey! Der hat mir eh nie gefallen. Warte mal, das muss ich zumachen. Das geht so nicht. Jetzt haben wir zwar einen Schwund. Aber den kann ich ja erstmal hier ranpacken. Hier hin. Sparen. Zur Seite packen. Ja, das sollte erstmal reichen, ne? Naja, gut. Reichen ist so ein Ding, wa? Also, ich muss jetzt quasi den da drüben auch nochmal sagen, dass das so nicht geht. Und dann würde ich sagen, machen wir hier morgen weiter und dann passt das schon. Lass mich raten, ist alle, wa? Ja, es ist alle. Wer hätte es gedacht? Ich kurbel nochmal kurz. Vielleicht hättet ihr jetzt. Hey, es hat gehalten. Nasi? Das haben sie nicht kommen sehen. Eigentlich doch, hat er kommen sehen. Hat er nicht mit gerechnet? Ja doch, hat er doch mit gerechnet. Ja gut, dann lasse ich das mal lieber sein. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, das sollte für heute gewesen sein. Hier bauen wir weiter. Ich werde wahrscheinlich hier oben dachmäßig so ein Kreuz setzen oder so. Ich weiß es noch nicht. Aber wir werden es rausfinden. Also, macht euch einen schönen Tag. Ich bin raus. Tschüss.